willkommen zurück zur Alpha 17 von Seven Days to Die und nach wie vor allein zu dritt. Das wären dann noch nebenbei der Koya. Juhu. Und der Uni, der dann auch irgendwo rumkrebst. Jawohl. Baumfällen, Holz hacken, jagen und total in Panik verfallen, weil Tag 5. Weil Tag 5. Ja, wir haben Tag 5. 9 Uhr, weißt du? Haben schon wieder so viel Zeit verplempert. 5 Stunden ist der Tag schon quasi jung. Jung. So verplempert, wir würden noch keine Zeit verplempern, Mensch. Nein, nie. Hier nie. Nicht. Nein, überhaupt nicht. Xa hat lecker. Wobei, lecker, genau, da soll ich mir auch noch was mitnehmen. Lecker gemacht. Der hat uns Bacon hergestellt. Ja. Der kann das nämlich. Im Vergleich zum Hippo. Das ist eine verdammt gute Idee, mir da mal lecker mitzunehmen. Also ich bin jetzt wieder bei 100% Ausdauer. Das ist lecker. Ach, das hört sich ja wirklich... Na gut, nicht 100% Ausdauer. Ich bin bei 100 Ausdauer. Von 110 oder was ich habe. Aber auf jeden Fall viel. Ich. So, jetzt ist er noch schneller, ich. Eine Bandage ein. Benützen. Hey, geht aus dem Feuer raus. Bis du da dran kommst, ist nichts mehr drin, weißt du, Xa bringt alles bei und dann hörst du nur Knusper, rum. Der hat mit Pfeil in den Kopf geschossen. Ja, steht ja. Du wirst es verdient haben, ich bin auch völlig ja, also, Seite, muss sagen, das steht dir. Hau dich mit dem Knüppel, warte, komm mal her. Leute, wir haben keine Zeit. Aber ich wollte Xa mit dem Knüppel hauen. Hau Steine, reagier dich an Steinen ab. Ja, die Steine halten eh wenig aus wie ich, also hau Steine. Das war jetzt mutig. Was war mutig? Behaupten, die Steine halten weniger aus als Xa. So. Dafür, wir testen das. 95 Spikes, damit komme ich aber auch noch nicht so weit. So 200 brauche ich schon. Was kann man noch machen? Überlegt, werdet mal kreativ. Seid doch mal kreativ. Nein. Was kann man noch? Also wenn ich kreativ werden will, dann baue ich da einen steinernen Zombie hin, der die anderen Zombie abschreckt. Oh ja, eine Zombie-Scheuche. Ja? Zombie-Scheuche. Ich sag nicht schon. Nee. Hippo ist leider nicht da mit seinen schönen blauen Haaren. Der Hippo würde bestimmt mit einstellen können. Meine Güte, dieses Steine abbauen, ne? Das ist ja auch spannend. Tja. Ja, da hackst du ganz schön drauf rum, ne? Gerade mit dieser kleinen Popelachs. Ja, und Stabi lieber. Wire herstellen, weil. Ja, die 2, die hält ja auch nur länger, ne? Aber macht ja nicht mehr Schaden, das ist ja das Tolle. Ja, aber wenn das schon länger hält, ist das ja schon mal. Gut. Ja. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ist schon mal ein Anfang, aber. Naja. Es ist alles sehr, sehr zäh geworden in dem Spiel, das muss man sagen. Also das hat das Update echt gemacht. Das ist alles sehr, ja, sehr gestreckt worden. Ja, aber finde ich eigentlich auch gut, weil jetzt in der Alpha 16 und so, da bist halt einmal, hast deine Basis hochgekloppt, du hast ja praktisch alles mehr oder weniger sofort gehabt. Dann bist du noch ein bisschen durch die Gegend geeiert, hast Blueprints und so geplündert und dann saß so ab. Nach 30, 40 oder so, eigentlich nur noch in deiner Basis und hast gewartet, bis die 7-Tages-Welle anrollt, um ein bisschen neuen Loot vorbeizubringen. Ja, nur meinst du, dass ich kann das noch schwer einschätzen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das hier irgendwie ähnlich dann endet, ab Tag 40 wegen mir. Ich glaube, es ist wahrscheinlich nur der Anfang wieder so schwer, weil wenn du mal dieses Level 20, apropos, muss ich gleich mal gucken, was ich habe, wenn du mal dieses Level 20 hast und diese ganzen Eisen und Waffen und so weiter wieder bauen kannst, ob es dann nicht am Ende auch wieder darin mündet? Nein. Nein. Also okay. Ich spiele ja im Singleplayer auch ein bisschen und nein. Ja, da bist du aber doch nicht bei Tag 40 oder sowas. Nee, das nicht, aber... Mir bitte den Gefallen und sei da nicht bei Tag 40. Nee, das nicht. Aber zum einen stehen deutlich mehr Ferals rum, auch in Gebäuden. Das macht die ganze Sache schon schwieriger. Und du hast eigentlich jeden Tag eine Zombie-Horde vorm Haus. Ja gut, das ist sowieso das Fiese, ne? Dass du einfach so eine Zombie, die uns niedergerannt hat.
Dass du da mitten in der Nacht, wenn du Pech hast, halt, naja, umgerannt wirst quasi. Ja, hat noch irgendjemand Aloe Vera? Nö, das gibt's nur in der Wüste. Nee, das sind ja Heilverbände, die haben wir noch nicht. Ach so, warte mal. Die normalen Bandagen brauchst du, ohne das Kreuz, die. Ah, okay, warte mal kurz. Na gut, die mit Kreuz ist halt gut, um dein Leben hochzubringen und gleichzeitig noch zu heilen. Ja, aber Aloe Vera, dafür müssen wir in die Wüste laufen, da haben wir jetzt echt keine Zeit für. Ja, naja, okay, nee, alles gut. Ich war nur, ich hab den anderen Verband, überlesen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Naja. Ah, aber ich bin hier für die Fails zuständig. Ja, bist du. Kommt nur noch der Kommentar, ich färbe ab. Ja, ich bin schuld, dass Sunny failt. Ja. Wäre ja auch logisch, aber lassen wir das. Vom Besten gelernt. Klappe, geh Holz klopfen. Ja, mach ich. Und Baumwolle. Ja, muss man ja auch klopfen seit neun. Die pflückt man ja nicht, die fällt man. Ja. Mit der Faust. Ja, du musst die K.O. hauen, sonst weigert die sich in dein Inventar zu hüpfen. Wollen die nicht mit. So, dann kann ich uns nämlich vielleicht... Wir haben ja doch so ein paar von den Tapes mittlerweile. Also alles, was ihr hier Tape im Inventar habt, mal in die Kisten legen. Dann kann ich uns vielleicht mal hier ein, zwei Stoffrüstungen noch bauen. Warte. Ich würde die Tapes lieber dazu nutzen, die Schrottrüstung zu bauen. Da brauchst die Schrottrüstung? Ja. Die Schrottrüstung. Ja, du nimmst diesen Eisenschrott. Ach so, aber da musst du doch erst wieder Skill-Level 12 haben, oder nicht? Nö, das ging eigentlich von Anfang an. Alteisenbeinschienen kann ich nicht machen. Ich? Nee. Ich muss mal gucken, aber da brauchen wir Leder für. Leder haben wir auch, liegt in der im Kühlschrank und im Feuer. Okay. Also ich kann die nur nicht machen, weil fehlen die Materialien, aber sonst geht das. Ja, stimmt, sonst ist da ja so ein Hütchen davor, ne? Genau, ja. Ja, okay, dann könnte ich das in der Tat. Aber 120 Eisen brauchen wir dafür, Schrott, das ist viel. Ja, aber den brauchen wir ja momentan noch für nichts anderes. Ja, ich weiß nicht, ob wir überhaupt so viel haben. Mal gucken. Eigentlich jedes Baumfällen, was man macht, auch so zu dieser Heatmap bei? Trägt das dazu bei? Gute Frage. Weil dann sollten wir wirklich Baumfällen und Steine kloppen, halt vielleicht weiter weg vom Haus machen. Also ich würde sowieso generell möglichst weit um die Basis die Bäume zurückfällen, weil die verdecken immer sonst die Zombies. Ja, das ist das eine, aber wie gesagt, wenn das halt entsprechend Krach macht und dafür sorgt, dass wir nachts schon wieder Borden bekommen. Jetzt habe ich meine Axt, glaube ich, zerlegt statt gebaut, kann das sein? Ach nee, Quatsch, die ist nur hinten eingereiht. Ja, wobei ich das wiederum interessant finde. Im Singleplayer ist die so schnell durchrepariert, dass die praktisch durch die Reparaturschleife rutscht und sofort repariert wird, obwohl davor noch was kommt. Warte, kommen würde. So. Okay. Echt jetzt? Ich hatte das nämlich, deshalb hatte ich mal so gefragt in einer der letzten Folgen, wo war ich so irritiert, wo ich Sunny gefragt habe, glaube ich, nach dem Motto, wird das nicht trotzdem direkt repariert, selbst wenn du was im Bau hast? Weil ich hatte ja auch ein bisschen Singleplayer gespielt. Oh. Und da war das so. Warum habe ich einen? Oh, das ist nicht schlimm. Er schreit noch nicht. Ja, dann wird es nicht so schlimm sein. Regeneriert die Ausdauer irgendwie schneller? Ich habe festgestellt, wenn du deinen Durst gelöscht hast, also irgendwie so 80 plus und ziemlich gut gegessen, dann regeneriert die Ausdauer deutlich schneller, als wenn du Durst hast. Ah, Durst ist eine gute Idee. Ja, also, Wasser ist bei 70% bei mir, weil ich habe jetzt beim Baumfällen, da hatte ich ja schon den Effekt, dass ich immer da Ausdauer verloren und dann irgendwann hing er da am Baum und hat rumgekeucht. Ja. Und jetzt ist so, dass die Ausdauer genauso schnell etwa regeneriert, wie sie runtergeht. Genau, ja. Genau.
Das ist eben der Effekt, wenn du alles mehr oder weniger voll hast, also so ja. 70, 80 plus. Also das Essen ist echt so immens wichtig geworden. Aber gut, wenn der Xar jetzt, der ist halt jetzt auf Jagd, wir farmen uns hier die Taschen voll. Hochendämlich? Ich denke, die Aufteilung ist hoffentlich so ganz gut. Und der Vorteil ist halt jetzt, wenn wir nur zu dritt sind, immerhin kriegen wir uns dann auch mit einem Jäger ganz gut ernährt. Ja, no. Ja, das stimmt. Hier ist noch im Kühlschrank ist noch viermal Wildbret, ne? Zar? Naja, ja, aber ich brauche immer fünf zum okay. Alles klar. Zum ja, war mir ja nicht bewusst. Ja. Für Balkon. Ja, das Bacon-Zeug ist echt gut. Mhm. Die sind schon kaputt. 64%, das ist echt okay. Ja, ich sammle hier nebenbei auch noch ein bisschen Baumwolle. Das braucht man ja auch ständig. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Baumwolle bitte immer mitbringen, ja, damit wir da einen guten Vorrat an Bandagen haben. Aber Koja? Ja? Bei mir war es jetzt gerade auch so, dass die Axt quasi instant wieder fertig war. Trotz... Also bei mir gerade nicht, die hat sich eingereiht und ich musste erst die Spikes abbrechen. Ja, die reiht sich auch ein, aber die ist so schnell fertig, dass du das quasi nicht mitkriegst. Das ist richtig, ja, ja, aber sie hat sich halt eingereiht, darum ging es ja. Ah, also okay. Ja, ja, einreihen tut die sich. So, hi. Hunde, erstmal Vogelnest, so, und dann... Machen wir den halt weg. Gibt ja alles XP. Ich muss gleich mal unbedingt nach Level schauen. Ja, bestimmt ein bisschen was. Das ist eine gute Idee. Das sollte ich gleich mal tun. Jo, bringt dir noch nicht so viel, weil du immer noch einen Dieb hast, oder? Ja, ich habe ihn tatsächlich auch noch, ja. Ja, ich auch. Beziehungsweise wieder. Ich hatte ihn gerade nicht und dann kam der Geier. Ja, das ist echt krass. Also gerade... Oh, der Zombie hat mal wieder was fallen lassen. Ah, sehr geil. Raumschlüssel, Jagdgewehr. Oh. Raumschlüssel ist gut. Schraubenschlüssel ist die Wrench, oder? Die Wrench, ja. Genau. Damit kann man ganz gut aufwerten, ne? Ja, damit brauchst du nur zwei oder drei Schläge zum Aufwerten. Die Frage ist, kann man damit, wir hatten ja irgendwo Maschinen stehen, kann man damit was abbauen, dass ich damit in den Bunker gehe und nochmal schaue, ob ich den Zementmisch abbauen kann? Wenn der Zementmischer funktioniert, also kein kaputter ist, sollte das, glaube ich, gehen. Aber es dürfte uns nichts bringen, weil wir noch den Beton nicht gelernt haben. Genau. Ja, weil wir zu dumm zum Zementmischen sind. Ja, genau. Aber ich meine, haben ist trotzdem besser als brauchen, oder? Ja, aber ich denke, da steht es momentan erstmal sicher. Ja, gut. Und unsere Bude ist ja jetzt nicht so widerstandsfähig. Was hast du gegen unsere Bude? Moment. Was hast du an unserer Bude bitte auszusetzen? Ich habe das so schön abgesichert. Die Mauer ist fast fertig. Ich habe jetzt nochmal 136 Spikes im Gepäck. Was meinst du, wie die Zombies da dran zerplatzen werden? Hm. Ja. Hm. Die sehen die und drehen wieder um. Wahrscheinlich wird die Mauer zerplatzen, aber nicht die Zombies. Die sehen die und drehen wieder um, weil sie denken, lohnt sich nicht. Ja, das eher. Oder sie lachen sich vor der Mauer tot. Das könnte auch noch passieren. Die Mauer rennt weg. Das ist auch noch eine Möglichkeit, weil die so Angst hat. Das Hausbeine bekommt, ja. Genau so. Ja. So mitsamt uns, ist auch mal eine Idee. Ist okay. Es kann aber auch sein, dass das wir sind, die dann da rennen. Also, weißt du, dann stelle ich mir gerade so vor, wie das Fred Feuerstein-Auto. Unten aus dem Haus kommen lauter Beine raus und wir nehmen meistens so, wie als wenn du es hochziehst zur Hüfte und dann. Aber wir sind ja fünf Leute. Fünf Leute, fünf ja. Ecken. Warte, vier Ecken an Haus. Und einer in der Mitte zum Lenken. Und genau. Jetzt mehr nach rechts, zieh mehr rechts. Ah, da kommt die Klippe. Das ist schon amüsant. Lass uns das mal ausprobieren. Ja, das wäre schön, wenn das ginge. Das wäre eine. Da wäre Sinde dann auch sehr, sehr gut drin. Also das ist ja dann Flucht und so. Da kennst du dich aus mit. Ja, aber wenn sie dann mal wieder in ihre Schockstarre verfällt, ist das auch schwierig, wenn immer einer bremst. Das stimmt. Das stimmt, mit der Schockstarre, das habe ich erlebt bei den Hunden. Ja? Ich habe es ja sehr gefeiert. Ah, Hilfe, Hilfe, Hund! Und Koja wird zernagt. Ich habe das nicht gefeiert. Ich fand das ganz witzig. Ah, ja. Mir kann man es ja machen. So wie er es verdient. So, Axt reparieren. Schau mal, weil ich wieder einen Spike unter mich baue.
Ja, wir brauchen doch unseren qualifizierten Spec-Tester. Ja, das Problem ist, dass die echt tödlich geworden sind. Also. Ja, die machen gut, aber inzwischen. Aber nur für uns, für die Zombies wahrscheinlich nicht. Doch, auch. Das schien mir so, ehrlich gesagt. So schnell, wie die da durchgerannt sind. Ah ne, da hatten wir die noch gar nicht, ne? Doch. Ja, aber nicht viele. Also die gehen auch relativ, also sie machen zwar gut Schaden, aber sie sind auch genauso schnell kaputt. Okay. Also du brauchst so 2 bis 3 Spikes, bis ein Zombie tot ist. Ja, okay. Aber halt, wie gesagt, der Spike macht ja so 3-mal Schaden oder so und dann ist er auch kaputt. Zu viel gemacht. Egal. So viele Spikes gibt's nicht. Nö, Spikes können wir immer brauchen. Vor allem nach der Nacht sind ja viele kaputt. Dann muss man auch wieder einige ersetzen. Nee, ich meine, ich habe hier eine Reihe zu viel gemacht. Aber. Ach so, ja gut, nö, das schadet ja auch nicht. Auch ja. Oh, das ist nicht schlimm. So, dann haben wir hier jetzt, da brauchen wir noch einiges. Und Level Up gerade. Ich habe 4 Fertigkeitspunkte zu übergeben. Sollte ich mal tun. Oder muss ich gleich auch mal eben nachgucken. Aber erst gehe ich jetzt Baumwolle flippen. Muss nicht, also wenn es nicht zwingend ist, lass es, ich habe genug Baumwolle bei Sunny. Quasi ein Baumwollfeld, so noch. Genug? Was definierst du denn mit genug? Also ich habe jetzt 45 Stofffetzen zusammen, ein paar bauen noch und ich habe hier immer noch genug rumliegen. Okay, ja, klingt gut. Wo ist die Axt? Da ist die Axt. Aber irgendwie ist das Wildlife mal wieder eher mäh. Ich hatte es ein Schweinchen und seitdem. Wenn das Wildlife mehr ist, bringst du halt schön Schaf mit, das ist so gut. Ich wollte es gerade sagen. Ja, dann hast du dir noch gedacht, nee, der Witz ist zu blöd, lass ihn den Koja machen. Ne? Ja, genau. Ja, genau. In dem Sinne war es eher gewohnt. Ich glaube aber, mindestens die Hälfte der Zuschauer hat es auch gedacht. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ach ja, wenn man hier schon. Könnt ihr mal schreiben, wenn ihr es auch gedacht habt. Unterstützt mich. Also ich kenne zumindest eine Person, die jetzt eher an sich gedacht hätte. Was? Schäfchen. Ach so, das auch. Der grüßt ja immer so schön mit guten Mäh. Guten Mäh, ja. Ich will immer Mähzeit zurückschreiben, aber. Mähzeit. Oh Mann. Wollte ich eigentlich. Oh nicht. So. Mähzeit. So. Was wollte ich eigentlich gerade machen? Deine Zeit selbst. Einmal zurück, ein bisschen auffrischen. Ihr tragt nicht zufälligerweise hunderte von Holz mit euch rum und denkt euch, hey, kann ich abgeben? Nee, ne? Nein. Schade, muss ich schon wieder einen Baum fällen. Achso, ich wollte leveln, das wollte ich. So, ich wusste doch, irgendwas war. Ja, lohnt voll. Was haben wir denn? Level Löffel 19. Ja, bald ist es soweit. Das ist doch Xa bestimmt schon 20, oder nicht? Kann ich eben klupschen? Ich bin, 20. Gerade geworden. Du könntest die Forge quasi fast schon... wenn ich mehr Skillpunkte hätte. Und kein tolles Debuff. Linear Attack Speed, das ist das, was kann man da mal machen hier? Chance of Power Attacks in Knock Foos Back Down, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da. Aber ich habe jetzt noch nichts, ich habe noch keine Kampfwaffe, keine Nahkampfwaffe. Na gut, könntest du ja einen Knüppel machen oder so. Also, was zählt denn diese Schrottrüstung? Zählt die als Heavy Armor oder als? Ja, das müsste Heavy Armor sein. Genauso wie die Forge Iron Rüstung. Die wir sonst immer hatten in der Alpha 16, Alpha 15. Okay. Ja, die. Das steht leider nicht dran, also was das gilt. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber Schrott ist schwer, also wird es eine schwere Rüstung sein. Ups. So. The Huntsman. Harvest 20% more resources from animals. Das hast du hoffentlich schon genommen, Xa. Habe ich, glaube ich, einen Punkt drauf, ja. Das ist bei dem Fortitude.
Ja. Wurde. Okay. Disease Resistance brauchen wir nicht. Insulation again. Heat and Cold. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Craft Seed from Crops brauchen wir auch noch nicht. Last Chance to get Stunned. Das nehmen wir mit. Ja, vielleicht sollten wir dann später auch einen noch so ein bisschen Richtung Farmer machen. Also gerade das mit diesen Samen und mehr von gesäten Pflanzen ernten. Jo, dann gucke ich mir die jetzt auch nochmal an, was ich hier nochmal machen könnte, sollte. Ja, eigentlich ist es was für abends, aber ich mach's trotzdem mal. So. Man muss ja mitnehmen, was man hat. Und dann ist schon Tag 6 gleich. Na gut, dann haben wir aber noch Tag 7. Ja. Also es sind noch 2 volle Tage. So mit, ja, das geht. Das geht. Wenn man dann wieder zu 15 in der nächsten Folge geht, das. Bestimmt. Ich kann nicht, du kannst nicht leveln, weil... Noch unten, das kann ich schon leveln, aber in der Tat, ich kann jetzt oben teilweise nicht, weil ich dumm tot bin. Ja. Tot dumm. Aber wenn wir dann die Forge hätten, das wäre schon nice. Haben wir da irgendwas, was man drin bauen kann, was jetzt unsere Verteidigung verbessert? Irgendwas, was die Zombies aufhält ein bisschen? Wir bräuchten halt irgendetwas, was sie wirklich mal so langsam macht. Ja, wir können halt... Diese Drähte oder sowas. Irgendwas hat man doch gemacht, was sie so stark verlangsamt hat. Wo die richtig drin hingen. Oder waren das damals in der 15 noch die Spikes? Die ganz normalen. Ich meine, wir hatten nur die normalen Spikes aufgestellt. War da nicht irgendwas geflochten? Also es gibt halt diesen Stacheldraht, den du verlegen kannst. Der verlangsamt ziemlich. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir den hatten. Weil wenn du den Stacheldraht in Kombination mit den Spikes irgendwie ein bisschen machst, dass die eventuell, ich weiß nicht, ob der nach, ja, wahrscheinlich sind die sofort wieder schnell, wenn sie aus dem Stacheldraht raus sind. Naja, richtig. Weil durch die Spikes rennen sie ja durch, als wären sie nicht da, also von der Geschwindigkeit her. Ja, doch, sie werden schon ein bisschen aufgehalten, aber dadurch, dass die Spikes halt so schnell kaputt sind, fällt das kaum ins Gewicht, wenn da jetzt wirklich eine Horde ankommt. Schwierig. Irgendwas, was langsam macht. Ich meine, an irgendwelche Rotoren und Selbstschussanlagen, so, da brauchen wir noch nicht zu denken. Nee, weit entfernt von. Definitiv nicht. Irgendwas, was die aufhält. Gut, wir könnten es mit dem Graben probieren, aber das kriegen wir jetzt auch nicht mehr hin. Graben ist nicht so toll, weil die dann einfach runterfallen und geradeaus Richtung Hausweiler buddeln. Ist das so? Haben die noch immer die Intelligenz? Ja, und sie buddeln jetzt auch mittlerweile nach unten. Also kommen die buddeln quasi in den Tunnel und kommen von unten ins Haus rein. Ja, nee, also hoch kommen sie, glaube ich, nicht mehr, aber sie buddeln dann halt unten, die untergraben sozusagen das ganze Haus und dann macht es irgendwann plumps und das ganze Haus fällt in ein Loch. Hat wer von euch geschossen? Ja, ich sage ja gerade Schreierin. Ah, okay, das habe ich überhört. Ist weg. Braucht halt jedes Mal ordentlich Muni, blöd. Ja, ein Bogen. Mit einer Schreierin? Nee, die mache ich mit der Waffe. Ja, ist besser. Wobei es geht, wenn du schon ein bisschen auf Schaden und Headshots geskillt hast und dann Sneaky Pfeil in die Birne schießt, dann ist sie meistens auch schon mal einmal umgefallen. Merkst du es? Merkst du deinen Satz? Ja, ich merk schon. Du. Headshot und ja. Ich habe nichts gesagt. Gut. In der Theorie stimme ich dir völlig zu. In der Praxis sieht das aber gar nicht anders aus. Einen Haken in der Praxis. Einen großen Haken. Oh, ja, das Wasser hängt echt an der, also das Trinken bringt echt viel Ausdauerregeneration. Leben bringt auch maximale Ausdauer, also das muss man sich dann alles immer so ein bisschen...
Minütchen. Noch was zu essen? Ich habe ja, noch dreimal verkohltes Fleisch im Inventar. Aber im Feuer müsste ja auch noch ein Bake mit Eggs liegen. Weil ich war schon so, dass ich Leben verlor. Hast du Fleisch mittlerweile gefunden? Oder? Ja, eigentlich immer noch dieses Schweinchen. Also es waren das 30 Fleisch, das gibt wieder 6 Stück, aber du sammelst ja auch unterwegs, was du findest. An ja, klar. Ich nehm alles mit, ja. Gut. Ja, wird Zeit, dass wir das Fahrrad bauen können, dann bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Aber das findet man nicht, das Fahrrad, oder? Nein, das also, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber man kann es definitiv dann bauen. Ja, das Bauen weiß ich auch, aber wäre halt irgendwie, weißt du, man wäre auch logisch, wenn irgendwo noch ein altes Fahrrad rumsteht oder so, ne? Eigentlich schon, ja. Deshalb hatte ich mir so gedacht, mal durch die Stadt laufen und gucken, ob irgendwo, keine Ahnung, Fahrradständer und den Leerräumen. Das wäre so cool, wenn wir da ein Fahrrad hätten alle. Das ist doch bestimmt so richtig schön lächerlich. Ich habe mal Fahrrad eingegeben, also da finde ich nichts. Nee, das ist bestimmt noch nie übersetzt, oder? Ich muss mal kurz gucken, wie heißt denn das also bei den Skills? Das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Taschenmotorradfahrwerk. Bicycle. Bicycle. Hat Bicycle, ja. Ja, da ist es, genau. Bicycle ist da. Wheels, Bicycle, Rahmen brauchst du, Handlebars. Ja, okay. Das kannst du, glaube ich, alles in der Fortstand machen. Aha. Quatsch, Fortsch. Worktable. Also so was übrigens sehr empfohlen wurde, ist, dass wir die, wenn wir eine Schatzkarte haben, dass wir die machen. Zum einen, weil dort Waffen, Munition und dergleichen ganz gut rauskommen, weil das Schaufeln wohl relativ schnell geht. Und weil dort bis zu 16.000, hat der eine geschrieben in den Kommentaren, 16.000 von diesen Coins drin sind. Und damit kannst du natürlich beim Händler schon echt 2-3 gute Waffen kaufen. Also so 5er Waffen. Von den Pistolen, die Pistole hat 9.000 gekostet oder sowas. Da kannst du die Pistole finde ich jetzt nicht so toll. Da würde ich lieber was kaufen, was wenig Schuss und viel Schaden macht. Ich habe gerade mit der Pistole ganz gut gegen die Schreierin aufgeräumt. Also, aber ja, oder halt eine richtig gute Hand. Ja. Also insofern, das lohnt schon. Ja, super. Nebel und Regen. Oh, der muss in der Ecke sein. Ich dachte, das Wetter wäre kartenweit. Also ich bin gerade in diesem verbrannten Gebiet. Oh, hier ist alles super. Okay. Das liegt gar nicht an mir. Der Xar macht den Nebel. Nee, das schießt du ja nicht in die Schuhe. Ich weise nochmal auf die Zeit hin. Zeit ist relativ. Wir sind schon wieder bei 28 Minuten, du hast Tipp. Verdammt. Immer noch relativ? Ja, sehr relativ. Relativ lang. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.